Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Anfang Dezember, draußen regnet es und ich dachte, wir gucken uns mal zusammen wieder einen Märklin-Katalog an. Dieser Katalog ist aus dem Jahr 1971. Interessant ist da, dass das im Prinzip schon das Motiv ist, oder die Motivart, wie auch hinterher die Bilderkartons von Märklin, von den Lokomotiven gestaltet waren. Naja, gucken wir mal rein. Startsitz. Wie schon gewohnt, gehe ich mal nicht ganz so langsam voran. Sonst wird das Video zu lang. Zumal ich jetzt ja auch noch mal das ein und andere Original, wie es fährt, kurz einblenden möchte. Ja, das Format ist jetzt nicht ganz so klasse. Die kleineren im Querformat, da konnte man dann näher ran mit der Kamera und konnte man Details besser erkennen. Aber gut, so muss es auch gehen. Ja, hier haben wir die Tenderlokomotiven. 1030-29, Baureihe 81, Baureihe 86. Märklin 3029, dreiachsige Tenderlokomotive. 3031, 3031 ist dann auch die Baureihe 81. Ja, die zieht das ganz souverän weg. 3003, Baureihe 24, 3005, Baureihe 23. Und da haben wir angekuppelt Märklin 4035, das ist Wagenset preußischer Personenzug mit Innenbeleuchtung. Da kommen wir schon zu den dickeren Brummern, 44, die Baureihe 38, P8, gut, die 44 nochmal von der französischen Staatsbahn. Dann haben wir eben hier die 3048, die 01, 3047, ich weiß nicht, ob man das hier erkennt, 68 D-Mark hat die damals gekostet, dass man auch auf dem Video erkennen kann, dass die jetzt auch Dampf, ein bisschen Dampföl reingetan. Die 0310 Stromlinien verkleidet, ist dann 71 auch in der eigentlich weiter verbreiteteren dunkelroten Ausführung auch auf den Markt gekommen. War ja auch als Neuheit gemarkt. Elektrolokomotiven. Interessant ist auch immer hier unten, dass so die Bannerwerbung, die die im Katalog gemacht haben, ist ganz interessant, wenn man das mal so verfolgt. Faszinierendes Hobby, erholsamer Ausgleich. Elektrolokomotiven, Werbung für Kinder und Erwachsene zugleich. Ja, so war das mal gedacht. Hat sich jemand das angekreuzt, was er noch gerne hätte? E10, Schweizer Krokodil. Mehrzwecklokomotive der Schweizerischen Bundesbahn. Für Spiel und Freizeit. Ja, das hat wahrscheinlich hinterher dann oder vorher schon der Fedes Einkaufsgenossenschaft aufgenommen. Dann wieder die französischen, schwedischen, niederländischen Lokomotiven. War schon bei der Märklin Eisenbahn. Dann eben auch der europäische Gedanke verbreitet. Ja, nach Feierabend, Märklin, das ganze Jahr. Also ist schon ein deutlicher Unterschied zu sehen zu den Katalogen aus den 60er Jahren. Und das ist jetzt erst 1971, aber es ist irgendwie doch von der Machart, von den Fotos, den Abbildungen schon anders gemacht, dieser Katalog.
Ja, V60, kleinen Diesellokomotiven, V100, V160 und die V200. 3065 V60 mit Telex-Kupplung im hellblauen Karton. V100 3072, auch lange gebaut. Ich glaube, der Bau war jetzt 212. Dann doch auch, sieht die souverän, ne? So, doch. Europäische Diesellokomotiven, beziehungsweise auch aus den USA, die F7. Dieseltriebzüge. Personenwagen. Guten alten Donnerbüchsen, Abteilwagen. Ja. Der Trans-Euro-Express. Und dann hier die Silberlinge. Dann die D-Zug-Wagen, ja, da habe ich jetzt dann auch wieder eine Einblendung für euch. Hatte ich auch mal in einem Video kurz erwähnt bzw. vorgestellt. Dann kommen hier die Modellgüterwagen, ja, da habe ich jetzt auch wieder eine Einblendung für euch zu einem der Videos. Geht das hier noch weiter, aber das Sortiment ja doch schon gewachsen. Amerikanische Güterwagen, Bausitze gab es für Freizeit und Spiel Märklin. Metallgleise, Signale für die Metallgleise, Oberleitung. Gleispläne. Dann das erste Kunststoffgleis, die 2100er Nummern. Das war dann noch das mit dem hohlen Profil. Wurde dann ja hinterher ersetzt durch die 2200er. Das war dann ja das Vollprofil. Sprechen dazu auch Oberleitung und auch Signale, wobei die ließen sich dann auch für das M-Gleis benutzen. Brücken, ja, der Kran, immer wieder ein bringt immer einen schönen Spieleffekt auf jede Anlage. Drehscheibe, Lokschuppen, Zubehör, Ersatz, Stromabnehmer, Pantographen, Bahnübergang, Schaltpulte. Noch Werbung fürs Märklin-Magazin, für diverse Signalbücher oder auch andere Broschüren zu Märklin-Eisenbahn. Innenbeleuchtung, Beleuchtung, Transformatoren. Ja, faszinierendes Hobby, erholsamer Ausgleich für Kinder und Erwachsene zugleich. Ja, dann haben wir Märklin-Minix. War auch ein Versuch von Märklin, da noch eine weitere Größe, zumindest vom Maßstab her, 1 zu 45 war das. Also praktisch eine Schmalspurbahn auf den normalen H0-Gleisen zu schaffen. Hat sich dann aber nicht durchgesetzt, obwohl die Fahrzeuge, wie man sieht, ja auch recht ansehnlich waren. Ich hatte die auch mal im Original schon mal in der Hand, das wirklich Märklin-typisch
kein schlechtes Material. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Gut, war vielleicht auch dann eine Spur zu viel, denn es gab ja auch schon oder noch oder wieder die Spur 1 von Märklin, wobei eben da wirklich die drei Lokomotiven, die 80 und dann die 80 in grün-schwarz und die kleine Diesellokomotive, das war es dann alles, was es zum damaligen Zeitpunkt noch gab. Entsprechend auch dann die Waggons dazu. Maßstab 1 zu 32. Gleissystem. Tja, gab es nicht allzu viel. Ja, die Märklin Miniaturautos im Maßstab 1 zu 43 haben sie dann jetzt hier nicht großartig abgebildet. Nur so ein paar. Hier die Auflistung, was es da gab. Ich denke mal, das war da wahrscheinlich auch schon auf dem absteigenden Ast. Märklin Sprint wollten sie der Firma Carrera Paroli bieten. Ein gut funktionierendes, ausgereiftes System. Gab es ja auch von vielen Firmen dann damals. Carrera und auch von Faller, Märklin und ja, eigentlich auch die anderen. Fleischmann, die anderen Eisenbahnhersteller hatten meist auch ein Auto, eine Autorennbahn im Sortiment. Die Startpackung, Fahrzeuge, Zubehör, upsala. Ja, Märklin Metall darf nicht fehlen, war damals auch noch angesagt. Noch der schöne Motor, gibt es auch ein extra Video bei mir, habe ich mal ein kurzes zugemacht. Gucken wir uns mal an. Da haben wir dann die Original-Bedienungsanleitung. Ui, unqualmend. Was denn das? Das war schon wieder mit dem Katalog, oder? Habe ich da jetzt was? Nee, farblich schon wieder durch. Ich hoffe, es hat etwas Freude gemacht und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.